euch wieder auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Danke einmal fürs Einschalten. Heute möchte ich euch saisongemäß einen Feigenkuchen zubereiten. Ich brauche einmal auf Zimmertemperatur erwärmte Butter. Diese mische ich mit braunem Zucker und weißen Zucker. Alles gut schaumig schlagen. Ofen auf Heißumluft 160 Grad einschalten. Bei herkömmlichen Backöfen auf 180 Grad. Springform mit Butter ausstreichen und etwas bemehlen. Gut verteilen. Daumig gerührt ist es. Jetzt geben wir nach und nach die Eier dazu. Ebenfalls Vanillezucker. Gut durchrühren. Mehl mit Backpulver vermengen. Und dieses in die Eierzuckermasse rühren. Zum Schluss die Mandeln, die gemahlen sind, dazu reingeben. Alles gut nochmal durchrühren und die Masse in die Springform geben. Schön verteilen. Und nachdem werden die Feigen halbiert und von jeder Feige eine Scheibe abschneiden. Dies brauche ich dann als Deko. Diese werden nun auf die Torte aufgelegt oder auf den Kuchen. Und jetzt gebe ich den ausgelegten Kuchen bei 160 Grad in den Backofen. Die Feigen werden dann ein bisschen einsinken, darum habe ich mir also schon die Dekos weggelegt. So, ab in den Backofen für circa 35 Minuten. Und den Kuchen jetzt bei 160 Grad noch circa 10 Minuten oder 15 Minuten, je nachdem. Und wir machen auch dann die Nadelprobe. So, die restlichen 15 Minuten sind vorbei. Schauen wir mal, ja, es schaut schon sehr gut aus. Ich mache noch die Nadelprobe. Ein bisschen werden wir es noch nachziehen lassen. Vielleicht noch 5 Minuten. Dann ist das auch gut. Wir lösen diesen nun noch vom Geschirrrand. Nehmen den Ring ab. Das war's auch schon. Nur mehr Staubzucker drauf und genießen. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns auch in den nächsten Videos wieder.